Sie graben und graben und graben, doch von Hitlers Nazi-Goldzug fehlt noch jede Spur. Tag 2 in Walbrzych, dem ehemaligen Waldenburg hier in Polen. Seit 2 Tagen graben direkt hinter mir 2 Bagger immer weiter ins Erdreich hinein, denn in 8 Meter Tiefe, da soll er liegen, Hitlers Nazi-Goldzug. Die Theorie des 35-köpfigen Teams geht in etwa so: Am 29. Januar 1945 sollen die Nazis den Goldzug vor den herannahenden Sowjettruppen in Sicherheit gebracht haben. Bis jetzt haben sie leider relativ wenig bis gar nichts gefunden. Bislang sind die Forscher nur auf Felsen gestoßen. Aber wo Felsen ist, da könnte auch ein Tunnel sein. Und wo ein Tunnel ist, da könnte auch der Goldzug sein. So ist bislang der Stand der Dinge. Wir wollten das ganz einfach prüfen, ob die Erde dort bewegt worden ist, ob dort Veränderungen in der Struktur stattgefunden haben. Und haben durch unsere Geologen haben wir eben festgestellt, dass da wirklich Erde aufgeschüttet worden ist, dass da schon irgendwelche Arbeiten waren. Also das ist nie die ursprüngliche Struktur. Ja, wir ziehen die Schlüsse daraus, dass einige der Informationen, die wir erhalten haben, die besagen, dass dort Sachen gesprengt oder verschüttet worden sind, sich bewahrheiten könnten. Nee, wenn das gewachsener Boden wäre, Lehmboden obendrauf, dann würde die Struktur etwas anders aussehen. Aber wir haben Kreide gefunden, wir haben verschiedene Steine gefunden, die also überhaupt nie in unser Gebiet hier gehören. Das bedeutet, dass wahrscheinlich diese Erde von irgendwo anders herangefahren worden ist oder von Waggons oder Abraum und dort abgekippt worden ist. Das Tagesziel der Forscher heute, sie wollen sich von vorne in den vermeintlichen Tunnel hineingraben. Mit einem Ergebnis, so sagen sie, ist allerdings frühestens am Freitag zu rechnen. Und auf die Frage, was denn passiert, wenn man am Ende doch gar nichts findet, kein Goldzug, nichts, lautet die Antwort aktuell, dann drehe sich die Welt auch weiter. Überzeugung klingt hier vor Ort leider auch anders.